warst damals auch sehr stark, oder? Früher, wenn du noch Bodybuilding gemacht hast. Ja. Als du noch nicht so bedacht trainiert hast. Noch nicht so Flamingo. Acht, let's go. Sieben, let's go. Sechs, fünf, vier, drei. Easy. Zwei, eins. Yeah. Oh. Alter, was wiegst du denn? 123. Fuck you. Hi. Geht's dir gut? Ja, sehr gut, Digga. Hi. Kamera. Digga. Ja, da werden wir nicht voll. Fuck. Was ist das für ein Objektiv? Liebe Leute, Max, Matzen, the one and only. Unfall. Na? Gut, und selbst? Ja, was? Wie sieht's da aus? Chefin, hallo? Hübschen Mütze. Ja, ja. Warte, mach mal keinen Abruf, mal den Wunderschönen guten Tag. Heute ein Video auf Deutsch, denn ich bin mit meinem Freund und heutigen Trainingspartner, dem Justin, hier im Sportforum in Gera. Und wir machen heute Arm. Ich glaube, ich lasse mich heute mal inspirieren vom Justin, beziehungsweise zerstören. Hast du eine Idee, was wir machen? Wir haben einen Trizeps, definitiv. Wir werden auch deine Dropsticks benutzen. Bin ich auch froh, dass du die mit dabei hast. Und wir schauen mal. Noch ist er froh. Ja. Okay, dann machen die Arme und kaputt. Dann würde ich sagen, wir fangen an und nicht vergessen, unbedingt mal bei Justin auf dem Instagram-Profil vorbeigucken. Ich glaube, das lohnt sich mal ein Auge auf den Kerl zu werfen, die nächsten 2-3 Jahre. Na? Schauen wir mal. Procard right around the corner. Kleiner Quick-Tipp für euch. Trizeps, Rope, Pulldowns. Immer das längste Seil nehmen. Warum? Weil man unten immer schön rausdrücken kann. Bei den kurzen so ein bisschen, ne, bewegungseingeschränkt, aber hier kommt man schön zur Seite raus. Der Justin, der zeigt euch jetzt mal, wie das funktioniert. Das gefällt mir doch, wenn du es so erklärst, weil es komplett richtig ist. Ja, dann kommt die komplette Ellenbogenextension mit so einem langen Seil. Ich glaube, mein Kopf ist nicht annähernd so groß wie dein Arm. Wir machen das jetzt für das Denkmal so hinten und ein bisschen vorne. Jetzt kannst du meinen Oberkörper justieren. Wenn du ein bisschen tiefer gehst, kriegst du noch mehr Stretch. Oh, ja. Ja, perfekt. Asozial. Gibt es Mann? Wie klein dein Kopf aussieht. Da ist auch nichts drin. Also du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Und lass langsam ab. Lass dich
trainiert, weil einfach seine Schultern zu dick sind und die Halsschlager abdrücken. Weil ich einfach ein fettes Stück Scheiße bin. Hörst du das? Das Einzige, wo es beneficial ist, ist in der Negativen, wenn du sie fallen kannst. Ja. Aber ganz ehrlich, du schubst sie oben raus, oben winkst du sie weg und unten fängst du sie wieder. Ja. Ich glaube nicht, dass das der Einzige gerade ist. Jetzt läuft's rein. Oh shit. Abklatschen, abklatschen, ja Mann! So, mein Ego ist genug gebrochen neben dem jungen, brachialen Ballprofi. Ich lehne mich jetzt mal weiter zum Fenster. Ich sage, spätestens in 18 Monaten bist du Profi. Ja? Ja. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem jungen Mann haltet. Ganz, ganz wichtig, unbedingt mal sein Instagram abchecken. Justin, vielen Dank für das tolle Training. Auf der Kamera. Es gibt Erfolgen, bitte. Das wird ein spannendes Ding. Ich danke dir, Mann, für alles. Ich habe von dir mein ganzes Posing gelernt. Also, Real Talk, ich zeige jedem meinem Athleten, mach das hier, mach das hier. Das ist simpel, funktioniert. Das ist so simpel, das sieht so gut aus. Und ja. So, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like da. Schaut unbedingt bei Mike vorbei. Kommentiert, was ihr noch so sehen wollt, und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Ich hoffe, ihr konntet was Neues lernen. Danke, und wenn der Justin 130 Kilo hat, will ich unbedingt mit ihm ein gemeinsames Posing machen, und zwar in Dubai. Also meine Einladung steht. Geil. Ein 130 Kilo Posing in Dubai. Okay. Im Beines Gym. Einmal. Jetzt geht's.